Ich glaube, das ist eher ein lernendes System. Ich möchte an das anknüpfen, was meine Vorrednerin gesagt hat. Wir sind ja jetzt als Landkreis Regensburg, gibt zwar einen Hauptbahnhof, aber der ist in der Stadt Regensburg. Von daher haben wir jetzt ein bisschen den Vorteil bei uns im ländlicheren Raum, dass wir überwiegend von der Regierung Busse zugewiesen bekommen, die vorher schon im Anker waren und zumindest schon vorregistriert. Oder dass sich Menschen bei uns melden, die sagen, ich bin bei Freunden untergekommen, ich melde mich hiermit an, ich bin da. Also diese zwei Wege finden bei uns überwiegend statt. Das, was wir vorher gehört haben, in München ist natürlich klar, die Menschen setzen sich in den Bus und es geht oder in den Zug und dann steigen die irgendwo aus und brauchen die erste Anlaufstelle. Also es sind insgesamt drei verschiedene Wege, würde ich mal so sagen, über die die Menschen dann zu uns kommen. Ich finde auch, dass es relativ bürokratielos geht. Ich finde, dass sich das Innenministerium gut auf die Situation einstellt. Also immer unter dem Hintergrund, dass natürlich jeden Tag was Neues dazukommt und man immer ein paar Tage braucht, um sich da auch wieder neu einzustellen. Aber wir haben jetzt bei uns im Landkreis 1000 ukrainische Flüchtlinge registriert und es ist eigentlich ja, fast erstaunlich, wie gut die bisher schon untergekommen sind. Aber das wird jetzt natürlich von Woche zu Woche, von Tag zu Tag schwieriger, weil natürlich der Wohnraum jetzt immer knapper wird. Also von daher, wo sehe ich Schwierigkeiten? Sukzessive die nächsten Wochen und Monate den Wohnraum zur Verfügung zu bekommen. Also da haben wir ja grundsätzlich, ich glaube in ganz Bayern natürlich ganz, ganz unterschiedlich, aber in ganz Bayern schon auch das Thema, dass wir eher mehr Wohnraum brauchten, schon vor einem Jahr, noch aus der 15er, 16er Welle auch heraus und aufgrund unseres eigenen Wachstums. Und dann, glaube ich, wird es die nächsten Wochen noch richtig herausfordernd mit dem Thema Kindergarten, mit dem Thema Schule. Es ist zwar so, dass auch viele ukrainische Erzieherinnen, Lehrerinnen, Pflegekräfte auch mitkommen. Wir erfassen das gleich bei der Registrierung. Wir sind auch gut im Kontakt schon mit der Arbeitsagentur. Aber wenn jetzt in der Theorie die Strukturen funktionieren oder stehen, dann heißt es noch lange nicht, dass es in der Praxis funktioniert. Und deswegen muss man sich wirklich ja fast jeden Tag muss man reflektieren und sagen, was macht man jetzt da und wie vermitteln wir das, damit einfach auch klar ist, für welchen Bereich Wohnen, Schule, Arbeit, ärztliche Leistungen, für welchen Bereich wo der richtige Ansprechpartner ist. Frau Stark-Angermeier, viele der Menschen, die bei uns in Deutschland ankommen, sind lange, lange Zeit unterwegs und viele sind auch stark traumatisiert. Ich sehe das vor allen Dingen zum Beispiel bei Kindern oder bei älteren Menschen. Wie steht es denn da mit der medizinischen Versorgung oder mit der psychologischen Betreuung? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt erstmal. Grundsätzlich muss man einfach auch sagen, ich bin froh, und da stimme ich Ihnen einfach auch zu, Frau Schweiger, dass wirklich wir in einer gewissen Weise eine bürokratisches, direktes Zugehen in der Zwischenzeit haben. Nach der Registrierung und nach der Erfassung haben die auch die Zugänge zu der medizinischen Grundversorgung. Ich sage ganz ehrlich, das Allerwichtigste, wir haben noch nicht Corona vorbei. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Das heißt, die bringen einfach auch erstmal diesen Virus auch nochmal letztendlich mit. Und das ist ein ganz wichtiges Faktor. Das haben wir ganz am Anfang nämlich auch am Hauptbahnhof schnell mit eingerichteten Testzentrum, damit einfach auch die Personen, die wirklich auch erkrankt sind, einfach auch in ein Hotel und untergebracht sind und auch erstmal isoliert sind, damit einfach auch hier die Infektionen einfach nicht weitergehen. Was wir auch haben, und das ist, denke ich, wo wir momentan derzeit mit der Regierung von Oberbayern im Kontakt sind, andere Erkrankungen bringen die nämlich auch nochmal mit, rein von der medizinischen Seite, zum Beispiel TBC, was bei uns überhaupt nicht mehr im Kopf ist. Das ist aber jetzt durch die Fluchtsituation und durch bestimmte schlechte Versorgung auch schon in den letzten Monaten vor dem Krieg einfach auch eine Problemlage, wo wir darauf reagieren und wo wir gerade am Klären sind, wie wir das auch gut einfach handeln können. Das ist der gesundheitliche Teil. Der psychologische Teil ist nochmal ein riesengroßes anderes Phänomen.
Wir stellen einen sehr großen Unterschied fest. Die Menschen, die Anfang März gekommen sind, sind noch vor den Bomben gekommen, sind noch vor den Schüssen gekommen, kennen zwar Krieg, aber sie sind Gott sei Dank schnell aus dem Land gekommen. Momentan kommen, und das war jetzt die letzte Woche, Menschen an, die wirklich schon Kriegssituationen miterlebt haben, die diese Korridore miterleben, wo sie wissen, dass sie nicht rauskommen, wo sie letztendlich in den U-Bahn-Schächten einfach auch tagelang verbracht hatten. Und das gräbt sich erstmal ein. Und die Reaktion, psychologisch gesehen, ist erstmal, dass diese Menschen ankommen und erstmal nur froh sind und auch ein Stück zur Ruhe kommen wollen. Und deswegen sind die großen Hallen immer ein großes Problem, weil da können die Menschen nicht wirklich richtig zur Ruhe kommen, um überhaupt zu wissen, dass sie angekommen sind und dass sie wissen, wo, dass sie hier keine Bomben haben und wirklich einfach in Leib und Leben in Sicherheit ist. Das ist ein großes Phänomen. Zwischendurch kommen aber dann auch schon die ersten Erzählungen einfach auch mit hoch. Und das ist ein wichtiges Momentum, das wir momentan haben, ist, dass wir viele ukrainische Helfer haben, die wir schon vorher bei uns einfach auch berufstätig waren, ITler sind, Pflegekräfte sind und die alle sagen, sie helfen ihren Landsleuten. Das ist ganz klar. Und die haben wir geschult, dass sie in ihrer Muttersprache diese Menschen auch wissen, wie sie zuhören, wie welche Fragen sie stellen und welche sie lassen, damit diese Traumageschichten gleich von Anfang an auch wahrgenommen und ernst genommen werden. Das ist ein ganz großes Momentum. Was wir derzeit auch machen, in Deutsch und in Ukrainisch oder Russisch, also auch das hilft einfach oft manchmal noch, Schulung unserer Gastgeber, also der Menschen, die einfach auch privat aufgenommen haben, was wir Gott sei Dank in Bayern, viele, viele Menschen haben hier die Türen geöffnet. Das ist ein qualitativer Unterschied zu 2015. Man merkt, dass man hier Europäerinnen hat und Europäer. Das ist, tut man sich mit anderen Fluchtbewegungen deutlich schwerer. Und aber die Gastgeber relativ schnell merken, wie sie mit dieser psychischen Situation auch an ihre Grenze kommen, wenn Dinge kommen. Und das heißt, was jetzt kommt, und das müssen wir uns einfach immer wahrnehmen, diese Menschen verlieren andere Angehörige, die einfach genauso in diesen ganzen Kämpfen einfach sterben, die einfach erschossen werden und nicht mehr flüchten können. Und diese Nachrichten, jeder Tod ist immer eine Erschütterung für jeden Menschen. In der Situation noch mal mit dazu. Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Und ich sage das sehr bewusst, damit man einfach auch, dass die Bevölkerung auch wirklich achtsam auch mit dieser Situation umgeht. Und wenn jemand einfach mal nicht gleich richtig reagiert oder so, lassen Sie sich Zeit, einmal zuhören und dann fragen, was die Situation auch ist. Nicht ärgern. Es sind Menschen, die eine große Notlage haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass wir hier auch als Caritas die Schulungen einfach auch derzeit sehr früh durchführen. Da haben wir viel gelernt aus den ganzen Krisendiensten und auch aus der Flüchtlingswelle von 2015, als auch, und zwar sehr schnell, auch Ehrenamtliche in das Training bringen. Und als natürlich auch spezialisiert unsere psychologischen Dienste, die in dieser Sprache oder mit Dolmetschern auch ganz schnell einfach auch in Akutsituationen helfen können. Also das haben wir sehr früh angefangen. Es gibt bereits einfach an verschiedenen Standorten bei uns in Oberbayern, aber generell auch in Bayern, psychologische Sprechstunden mit Dolmetschern in Ukrainisch oder direkt in ukrainischer Sprache. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber ich glaube, ich habe beide Seiten nochmal deutlich gemacht. Es gibt echt eine medizinische Fragestellung, die wichtig ist, und es gibt auf der anderen Seite auch die psychologische Seite.